Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, Leute, es gab mal wieder ein großes Update und ja, jetzt müssen wir uns das Ding echt mal reinziehen, was da denn so wieder mal alles passiert ist hier. Ja. Der ein oder andere wird sich freuen über das Update, der andere wird eventuell heulen. So, wir haben hier das 7.2er Content Update. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was bedeutet das denn? Was ist denn da jetzt wieder passiert? Also, wir haben zum einen diesen Snowman. Der ist natürlich irgendwo richtig lustig. Der sieht echt cool aus, muss ich sagen. Gucken wir uns mal hier kurz im Video an. Ja. Der Sneaky Snowman, den kann man sich dann auch anziehen. Das haben wir auch schon zwischendrin mal gemacht. Kann man anziehen. Und kann sich dann damit quasi verstecken. Ne? Aber nicht nur, dass man das kann, sondern was kann man damit noch machen? Man kann auch mit dem Ding weitere Schneemänner um sich werfen. Ja. Die stehen dann da so rum. Das ist auf jeden Fall echt mega witzig irgendwie. So, dann haben wir diese. Beim Block ist jetzt momentan so eine Pyramide. Die wurde von. Wie heißt er denn? Directing Pete. Der hat das gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen. So, jetzt kommen wir allerdings zu den Sachen. Also beim Sneaky Snowman. Wenn du den anhast, kannst du schießen. Aber, wie gesagt, das Einzige, was dabei rauskommt, ist dann halt ein zerstörbarer Schneemann. So. Beziehungsweise. Nee, use Secondary Fire. Genau, mit dem Secondary Fire ziehst du den an. Mit dem primären Fire wirfst du die Dinger. So, okay. Der Schneemann hat 100 Leben und ist wie ein Schild. Quasi, ja. So. Du ziehst ihn aus oder der ist weg, wenn halt die 100 Schild vom Schneemann und die 100 Leben vom Schneemann weg sind. Oder aber, wenn du jetzt beispielsweise auf einen anderen Waffenslot switchst. Ja. Mit dem Sneaky Snowman kannst du weder bauen noch irgendwelche anderen Items benutzen. So. Normalerweise kannst du davon 5 Stück bekommen, also der Stack sind 5 Stück. Maximal kannst du 10 davon, kannst du so auf 10 stacken. So, jetzt sind die Shield Potions, da sind die Drop-Raten schon wieder geändert worden. Und wir haben einmal bei den Großen wurde es von 16,5% auf 13,2% reduziert. Und bei Chests von 14,2 auf 9,5. So, die kleinen Shields wurden dafür allerdings erhöht von 13,2 auf 16,5 und von 9,5 auf 14,2. So, ja gut, ich meine, ich finde, Minis hast du eigentlich immer überall irgendwo gefunden. Ja, und spätestens dann, wenn einer getötet wurde, hast du auch wieder Minis teilweise gehabt, ja. Die großen Schildränke waren eher schon das Schwierigere, das zu finden. Und jetzt sind die Dinger nochmal reduziert worden. Also muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen, dann mit 150 Leben durch die Gegend zu rennen. Aber muss man mal schauen. Ich meine, es ist jetzt nicht so krass. Ja, schon von 14,26 auf 9,5 ist schon heftig so. Das sind 30% und 30% reduziert. So, und dann haben wir jetzt kommt's. Jetzt kommen ein paar Sachen sind rausgeflogen. Einmal der Quad Rocket Launcher, der ist jetzt vaulted. Ja. Die Porta Fortress und der Grappler. Der Grappler ist raus aus dem Spiel. Ja, ich habe mit Herrn Sofort vorhin noch darüber gesprochen und Herr Sofort meinte, ja, ich kann das verstehen, weil, also ich meine, er hat ihn ja auch gerne benutzt.
Ja, sofort hat das Ding auch gerne benutzt, aber TiffU hatte da ja mal einen ziemlichen Exploit präsentiert, ja, womit du mit dem, wie du mit dem Grappler eigentlich jedes 101 gewinnen musst, ja, wenn du es richtig machst. Und er hat gesagt, das Ding muss raus. Wird wahrscheinlich der einzige gewesen sein, aber. Reduce the drop chance of gliders. Also diese Gleiter sind jetzt auch eine niedrigere Drop-Rate. Das gleiche bei den Ballons, das ist sogar, also Gleiter von 11,89 auf 4,43 reduziert worden. Das ist fast ein Drittel, also kannst du sagen, sind fast knapp 60% reduziert worden. Dann bei den Ballons von 7,58 auf 3,24, das ist unter 50% dann nur noch, das heißt also, sagen wir mal, knapp um 55% reduziert worden. So, und da sind wir heute das erste Mal drauf gestoßen: Reduced the Spawn Chance of Quad Crashers from 100% to 50%, weil wir haben so unsere Stellen, wo wir sagen: Ah ja, komm, scheiß auf den Sturm, und da stand ja immer ein Quad, mit dem kann der Herr sofort immer schön fliegen, der fliegt dann quer über die ganze Map. Ja, und dann heute waren wir das erste Mal an der Stelle und da gab es keinen Quad. Und da haben wir ganz doof geguckt. So, what the fuck, wo ist das Quad hin? Ja, leck mich am Buckel. So, und da ging die Kacke dann los. Also, dann mussten wir riften, damit hatten wir nicht gerechnet. Dann hatten wir da schon Schaden bekommen. Und Alter, das war eine Kackrunde gewesen. War nicht gut. Die Runde war nicht gut. Also, bereitet euch darauf vor, wenn ihr eure gleichen Stellen immer habt und wo ihr wisst, ah, da ist jetzt der Quad oder so, auch die Stormwings, ne, die spawnen jetzt auch nicht mehr immer dort an der gleichen Stelle. Das ist jetzt die Quads von 100% auf 50% reduziert und die Stormwings von 8% auf 50%. Ja. Das ist schon krass. So, jetzt gehen wir aber, jetzt sind wir mal hiermit durch mit den ganzen Gedöns und dann gehen wir mal rein in den Item Shop. Dann gucken wir mal, was da heute so am Stissel ist, oder? Ja, machen wir mal. Also, gucken wir uns mal an. Was haben wir denn da heute? Wir gehen in den Item Shop rein. Oh. Triceraops. Sorry Leute, ich finde den Triceraops nicht schön. Nee, ich finde, der sieht kacke aus. Und da macht auch da hinten das Ding da auch nicht mehr viel aus. Ich finde, der sieht einfach scheiße aus. Und der Triceraops bekommt deswegen von mir 4 von 10. So, jetzt gucken wir mal, was hat denn der Tri. Oh, okay. Der Triceraops hat hier tatsächlich jetzt bam 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 3,9. Was mache ich denn hier gerade? 3,98 von 5 bei 40 Votes. So. Jetzt haben wir hier diese Bite-Mark-Picke. Ja. Finde ich eigentlich ganz kreativ. Die kriegt von mir ein bisschen mehr. Die kriegt von mir 7 von 10, die Bite Mark. So, wo haben wir die denn? Wo ist ein Bite Mark? Da. Bite Mark haben wir hier. What the fuck? So. Da haben wir die Bite Mark. Und die kriegt jetzt von mir hier, was haben wir denn da? Habe ich ja schon gesagt. Die hat hier 3,84 von 5. So, dann geht's weiter. Der Pterodactyl. Den finde ich natürlich mega geil. Der geht von mir 10 von 10. Ich finde den wirklich nice. Finde den auch ganz lustig. Sieht echt cool aus, das Ding. Kriegt von mir 10 von 10. Der Pterodactyl habe ich nicht so oft gesehen, das Ding. Sieht aber richtig nice aus. Hier 4,59 von 5 bei 17 Votes. Geil. So, und dann haben wir noch den Rex. Und der Rex kriegt von mir auch nur 4 Punkte, weil auch der, finde ich, sieht scheiße aus. Ich mag den nicht.
So, der Rex. Was haben wir hier? 3,59 von 5 bei 64 Votes. So, und damit sind wir bei diesem Pack hier durch. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Field Surgeon. Ich finde, die sieht ein bisschen besser aus als jetzt die anderen beiden. Eben gerade kriegt von mir 6 von 10 Field Surgeon. Und hier haben wir tatsächlich 4,15 von 5 bei 20 Votes. Auch der Tri-Age Trooper kriegt von mir 6 von 10. Und der hat hier 3,29 von 5 bei 14 Votes. Flatliner kriegt von mir auch 6 von 10. Da haben wir 4 von 5 bei 7 Votes. Und der Airlift, 10 von 10. Mega geiles Ding, muss ich echt sagen. Ziemlich nice. Sieht es von hinten aus. Wenn wir von hinten gucken, sieht es auch ganz cool aus. Auf jeden Fall. So, 4,13 von 5 bei 23 Votes. So, dann sind wir hier bei einem coolen. Ja, Lama Bell hatten wir ja jetzt schon öfter mal am Schlüssel gehabt. Ja. Und Lama Bell kriegt von mir. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Ich wusste am Anfang nicht, was soll ich mit dem Ding anfangen. Ja. Aber das hat sich so eingebrannt. Diese Melodie ist so geil. Der Emote ist geil. Kriegt von mir 10 von 10. Lama Bell 10 von 10. Ich liebe diesen Emote. So. Was haben wir da? 4,68 von 5 bei 79 Volt. Bam, 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 bam. Da haben wir hier den C4 0 von 10. Ich finde, der sieht scheiße aus. Richtig scheiße. Und das ist auch noch ein Standardkleid. 2,25 von 5 bei 4 Volt. Armadillo. Natürlich perfekt für Paradise. Armadillo. Kriegt von mir 7 von 10. Aber man darf natürlich jetzt momentan ist er nicht ganz so, eigentlich nicht ganz so stark in der Schneelandschaft. Naja, warum kriegt 6 von 10 von mir? So, was haben wir jetzt hier? 3,13 von 5. So, alles klar. Dann haben wir hier den Persuader. Persuader. Und der kriegt von mir, der Persuader kriegt von mir, was kriegt denn der von mir? Ich kann mit dem Ding echt nichts anfangen. 5 von 10. Und dann haben wir hier 2,78 von 5. Hört sich der an. Haben wir den Dab. Und der Dab. Ja. Ja, sofort hatten sie sich ja auch geholt. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als den Infinite Dab. Den Infinite Dab, ich finde, der sieht scheiße aus. Das ist einfach nur ganz kurz so plack. Okay. Und deswegen kriegt der Dab von mir 8 von 10. Und da haben wir hier momentan 3,69 von 5 bei 16 Volts. So, und dann haben wir hier noch den Scout. Der Scout ist. Ich finde den irgendwie nicht ganz so cool. Den Scout. Kriegt von mir 4 von 10. Bin jetzt nie so begeistert von dem Ding. Was hat er? Ja. 3,42 von 5 bei 19 Volts. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Like freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Ja, auch da bin ich mal richtig happy, wenn ihr was reinschreibt. Ja, teilt auch mal so ein Video unter euren Freunden oder so. Wäre auch mal echt nice. Dann
das nochmal ein bisschen weiter verbreitet werden. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr nicht getan haben solltet, und schaltet es auf jeden Fall das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Mit mir, dem Herrn Lange. Wir hören sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.